Wie beten? Betet füreinander. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Paulus beginnt seinen Brief an die Kolosser mit dem Hinweis, dass er und Timotheus für die Gemeinde beten. Sie hatten Gott gebeten, er möge ihnen seinen Willen offenbaren und geistliche Weisheit schenken, damit sie ihn durch ihr Leben ehren. Sie beteten, Gott immer besser kennenzulernen, um sich von ihm jeden Tag aufs Neue stärken zu lassen und dass sie Gottes Erlösung erkennen und ihn dafür preisen könnten. Paulus' Gebet zeigt seine tiefe Liebe und Dankbarkeit für die Gemeinde und wie sehr ihm ihre Rettung und geistliches Wachstum am Herzen liegt. Er wusste, dass wenn er weiter für sie betete, Gott sein Werk an der Gemeinde fortsetzen würde. Paulus verstand den Zusammenhang von geistlicher Erkenntnis und einem festen Gang im Glauben. Er wusste, dass die Gemeinde in Kolosse ohne Erkenntnis und Verstehen Gottes keine Frucht oder andere Menschen zu Jesus bringen würde. Wir können sein Gebet als Blaupause für unser Gebet, für unsere Familie, Freunde, Kinder, Kollegen und Nachbarn nehmen. Oder wir beten es für unsere Gemeinden, dass wir als geeinter Leib Christi mit geistlicher Erkenntnis erfüllt werden. Je mehr Wegstück wir mit Gott gehen, je mehr Zeit wir damit verbringen, ihn und seinen Charakter und seinen Plan zu verstehen, desto mehr spiegelt unser Leben ihn wider. Und wenn wir so für unsere Freunde beten, dann lasst uns dieses Gebet auch für uns selbst beten, auf dass wir an geistlichem Verständnis Gottes zunehmen. Für wen verpflichtest du dich ab heute, jeden Tag zu beten? Betest du treu für Einheit und Wachstum von Gottes Kirche und seinem Plan für die Welt? Willst du fortan nicht mehr nur für deine eigenen Bedürfnisse beten, sondern für die Nöte deiner Glaubensgeschwister und der Menschen, die Gott noch nicht kennen?